Hi bei MobileCheck. Onna hat heute in Berlin in der Halle hinter mir das Onna 9 vorgestellt und das habe ich auch netterweise gleich zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich würde sagen, wir packen das Gerät mal aus. Ich zeige euch kurz ein paar Ausschnitte, wie es bei der Präsentation so abgelaufen ist, wie das Gerät dort gewirkt hat und ja, wie es jetzt im echten Leben aussieht. Also los geht's! Und was haben wir also im Lieferumfang? Natürlich haben wir im Lieferumfang das Smartphone selbst, das Onna 9. Das haben wir in der Farbe Grau, das legen wir erstmal auf die Seite. Was haben wir noch? Natürlich das SIM Ejective Tool. Und darin befindet sich etwas, das mich überrascht hat. Und zwar ist eine Hülle dabei, eine transparente Hülle. Die ist wohl anscheinend standardmäßig bei dem Onna 9 dabei. Des Weiteren haben wir natürlich ein Netzteil. Das ist ein Quick Charge Netzteil mit 2 Ampere. Ist von Huawei, also der Oberfirma von Onna. Und ein USB-C-Kabel. Das ist in Weiß, sieht ganz schick aus, ist aber eben Standard. Aber nun kommen wir zum Onna 9. Wie sieht das Ganze aus, wie fühlt es sich an? Es sieht auf den ersten Blick ziemlich ähnlich wie das Onna 8 aus. Das ist es auch kein Wunder, denn es ist das Onna 9, es ist der direkte Nachfolger. Wo sieht man jetzt die Unterschiede? Die Unterschiede sind zum einen in der Rückseite, denn wir haben jetzt 3D-Glas und nicht mehr 2,5D-Glas. Das heißt, das Glas ist an den Seiten abgerundet und nicht mehr relativ plan wie vorher. Und der Fingerabdrucksensor ist jetzt von der Rückseite auf die Vorderseite gewandert und steckt unter einer Keramikabdeckung. Des Weiteren fühlt es sich sehr gut an, es ist ziemlich leicht, aber es fühlt sich trotzdem sehr hochwertig an. Und wieder mit dabei ist zu meinem eigentlich eher weniger Glück diese reflektierende, stark reflektierende Rückseite, in dem das Licht, wie Sie es gesagt haben, tanzt. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber man ist sehr stolz drauf und man hat es sehr oft in der Präsentation gesagt. Denn anscheinend ist man offensichtlich sehr stolz darauf. Außerdem haben wir an der Unterseite den USB-C-Steckplatz, einen 3,5 mm Klinkenanschluss und einen sehr gut klingenden Lautsprecher, zumindest soll er das tun. Denn man hat hier zusammengearbeitet mit ziemlich bekannten Musikern, ich weiß jetzt nicht genau welche das waren, das tut es auch nicht zur Sache, aber er soll sehr gut sein. An der Oberseite haben wir Infrarotsender. An der Rückseite haben wir die Dualkamera, die ist wieder weiterentwickelt worden. Wir haben jetzt einen 20 Megapixel Monochrom-Sensor und einen 12 Megapixel RGB-Sensor. Diese funktionieren zusammen und das ergibt, dass wir einen zweifachen Zoom hinkriegen sollen, der sehr gut ist, sogar besser als der vom iPhone 7 Plus. Und wir können natürlich einen Bokeh-Effekt machen, also wir können die Blende auf- und zuschrauben, zumindest simuliert. Wie das Ganze wirkt, sehen wir dann im Review. Rechte Seite natürlich An- und Ausknopf. Lauter leiser Taste mit einem ziemlich guten Druckpunkt, muss ich wirklich sagen. Und an der linken Seite den SIM-Schacht mit SD-Karte. In dem Smartphone steckt der Kirin 960, den wir auch schon zum Beispiel vom Huawei P10 kennen. Und dieser arbeitet zusammen mit der 4 GB RAM in der 64 GB ROM-Version oder mit 6 GB RAM in der 128 GB ROM-Version. Also in Sachen Performance sollte es wirklich, wirklich top-notch sein, also sollte nicht wirklich viel besser gehen. Der Akku hat eine Kapazität von 3200 mAh und sollte doch relativ gute Laufzeiten bieten. Als Display kommt hier ein LCD mit 5,15 Zoll und Full HD. Und das macht dann auf den ersten Eindruck einen wirklich guten Eindruck, aber das ist eben momentaner Standard in der Oberklasse. Und in welchen Farben gibt es das Ganze? Das gibt es natürlich nicht nur in Grau, in Schwarz, in Midnight Black und in Sapphire Blue, also in Blau. Diese drei Farbtöne wird es hier in Deutschland geben. Als Software läuft natürlich drauf Emotion UI in der Version 5.1, das gleiche, was man auch von Huawei kennt. Was ich fast noch vergessen hätte zu erwähnen, ist natürlich der Preis. Das Ganze kommt ab 449 Euro in der 64 GB mit 4 GB RAM Version. Viele Dinge des Onna 9 erinnern mich aber auch an mein Xiaomi Mi 6. Das wäre das Design, die Tastenbelegung, die Displaygröße und der Infrarotsender. Ziemlich ähnlich vom Aufbau, Design und sonstigem. Aber naja, sehen wir mal, wie es sich so schlägt. Aber was soll ich vielleicht noch erwähnen? Was wurde noch vorgestellt? Es wurden noch Bluetooth-Kopfhörer vorgestellt. Es wurden noch Kopfhörer vorgestellt in Zusammenarbeit mit Monster. Und es wurde noch ein Fitness-Tracker vorgestellt. Und ich würde sagen, das war's dann. Es soll ja relativ kompakt sein. Und ich würde sagen, wenn das Video gefallen hat, gerne per Like beim Bewerten. Eure Meinung in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bei MobileCheck und tschüss.